Ja, moin Leute, XBK Nuke ist mit dem Back am Start und herzlich willkommen auf dem Channel vom Visca 96 Barca. Ja, das soll ein kleines Video sein. Ihr habt ja schon bestimmt gesehen vom Visca Barca das Video. Visca Barca gibt euch eine Chance. Und zwar hat er da gesagt, wir sollen mal ein Commentary machen über ihn oder allgemein ein bisschen über ihn reden oder so. Und bevor ich anfange, sage ich noch was im Hintergrund läuft. Im Hintergrund läuft ein 100 Plus mit Nuklear. Habe ich im Livestream erspielt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ihr meine Facecam hier seht. Dann wisst ihr schon mal, wie ich aussehe oder so. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Oder beziehungsweise fange ich gleich mal an, über Visca Barca zu reden. Also, ich will heute ein bisschen über ihn reden, warum ich seine Videos eigentlich schaue. Also, warum ich ihn eigentlich auf YouTube so feier. Und kommen wir gleich zum ersten Punkt. Und zwar ist Visca Barca ein sehr lustiger Mensch. Also dem seine Commentaries sind immer sehr, sehr lustig anzusehen und sehr, sehr interessant. Also der redet auch auf jeden Fall immer flüssig. Also er redet nicht immer, wisst ihr, wie ich meine? Also er redet immer flüssig so, ja, hier ist Visca Barca und so. Und ja, der zweite Punkt ist, warum ich seine Videos so feier, ist ganz einfach, seine Live-Commentaries sind einfach der Burner. Und zwar, ich weiß nicht, ich kann, wenn ich ein Live-Commentary aufnehme, kann ich einfach nicht dazu reden. Also er macht das locker flockig, er haut hier eine Nuklear raus, was weiß ich, 100 plus oder so und redet dann einfach noch ganz, ganz flüssig und das kann ich einfach nicht. Und warum ich Visca Barca noch feier? Ja, er ist einfach ein korrekter Typ. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich oder so. Habe ihn natürlich auch nicht in Skype. Würde ich ihn gerne in Skype haben. Dann würde ich auch vielleicht öfters mit ihm skypen, wenn er Bock hat. Und ja, er ist einfach ein korrekter Typ. Er ist sehr, sehr lustig. Er ist sehr, sehr sympathisch. Was meine Meinung nach betrifft. Also Wie ich seine Videos sehe, ist er ganz korrekt. Also im Real Life schätze ich mal auch, dass er korrekt ist. Und ja, das war's mit dem Meinungsvideo über Visca Barca. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt sage ich noch was, was ich auf meinem Channel bringe. Also erstmal zu meiner Person. Ich bin Nico, bin 18 Jahre alt, werde dieses Jahr 19, komme aus Neu-Ulm in der Nähe von Stuttgart. Circa eine Stunde entfernt oder so, wenn ihr wisst, wo ich wohne. Und ja, mein Gamertag, also mein YouTube-Channel heißt XBKNuke. wer hätte es gedacht? Schenkelklopfer? Nein, du hast. Oh, Nico, du bist so behindert, Alter. Du bist echt behindert, Mann. Auf jeden Fall werde ich auf meinem Kanal hauptsächlich Gameplay-Commentaries bringen. Ich habe auch zwei oder drei Serien am Laufen. Einmal Top 5 Call of Duty Clips. Also könnt ihr mir Clips einschicken auf Facebook, einfach auf YouTube ungelistet hochladen und mir dann den Link schicken. Dann lade ich es immer, keine Ahnung, wann ich es dann immer hochlade. Muss ich noch festlegen. Und dann habe ich noch eine Serie mit dem XPG Bubbles. Da reden wir über YouTuber. Gestern ist die erste Folge rausgekommen. Also heute haben wir den 27.01.2014 um 12.34 Uhr, also gestern haben wir es aufgenommen. Da haben wir ein bisschen über Apocalypto Red geredet. Visca 96 Barca kommt auch noch dran. Und ja, das war's von mir eigentlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Visca Barca mir eine Chance gibt, sich auf seinen Kanal vorzustellen. Also wenn ihr das Video nimmt, würde ich es sehr, sehr geil finden. Von dir. Ich finde einfach, dass es einfach eine geile Idee ist von Visca 96 Barca hier, dass die kleineren YouTuber, sage ich jetzt mal, auch eine Chance kriegen, größer zu werden. Und ich finde es einfach geil von dir, Visca 96 Barca, Alter. Mann! Visca 96 Barca. So, jetzt habe ich es. Ich finde es einfach eine geile Idee, dass du den kleineren YouTubern hier die Chance gibt, sich auf deinem Kanal vorzustellen. Finde ich auf jeden Fall ganz korrekt von dir. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Musik hinterlegen, damit es nicht so langweilig ist, weil
Das Gameplay geht jetzt circa 10 Minuten und ich glaube, dass ich nicht die ganzen 10 Minuten voll kriege. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, das Gameplay-Commentary hat euch gefallen zu der Meinung von Viscabaster, warum ich seine Videos schaue. Ja, das war's. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere Abonnent von Visca96Barster, jawoll, ich hab's endlich, bei mir auf dem Kanal vorbeischaut. Bei mir gibt es sehr viel Unterhaltung, also sehr viel Commentaries und so. Und ja, wenn euch das Gameplay-Commentary gefallen hat, dann lasst noch bitte eine positive Bewertung da. Schreibt unten in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte. Also ich bin nicht so der größte Kommentierer YouTubes und ja, ich nehme gerne eure Kritik an. Also ich setze so gut wie alles um, was ihr in den Kommentaren schreibt. Und ja, dann sage ich nur noch, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö mit Ö.